Schach erlernte er mit 10 Jahren und in der Schule. Er hatte, wie wir uns mal unterhalten haben, einen Lehrer, der ihn für Schach auch begeistert hat, was ja ungeheuer wichtig ist, dass man in frühen Jahren auch ein Vorbild hat oder einen Anreger hat oder einen Unterstützer und Förderer hat. Aber besonders geholfen hat ihm das kleine, bei Reclam erschienene Lehrbuch des Schachspiels von Dufresne. Und das war, wenn man dann eben richtig damit arbeitet, schon eine sehr gute, ein sehr gutes Training, die Spielstärke auch zu verbessern. Und so ist, glaube ich, Sieghard Dittmann so ein bisschen im Geheimen zum guten Spieler herangereift, denn 1951 gewann er überraschend die sächsische Jugendmeisterschaft. Sieghard Dittmann, vielleicht können Sie uns zu dem, was Sie jetzt gesagt haben, ein bisschen... Jetzt schon, ja. Ja, jetzt schon. Ich meine, es ist lustig, wenn man 60 Jahre später über die kurze Zeit seines Lebens, die man Schach gespielt hat, berichtet, dass es schon ein bisschen merkwürdig, okay, aber man kann sich trotzdem noch ganz gut erinnern. Dieser Lehrer, das war der Direktor der Schule. Es war ja interessant, die Schule nach dem Kriege, da wurden ja erstmal alle, die der Partei angehörten, rausgeschmissen. Okay, dann kam ein neuer Lehrer, und es kam Schlesier. Schlesier hatten ja den Vorteil, ich erzähle Ihnen Dinge aus dem Alten Weltkrieg, wir hatten ja keine Partei angehört. Die kamen also an und haben gesagt, ich nächste Partei. Also. Und die wurden dann auch eingesetzt. Und ein solcher Schlesier wurde auch Direktor unserer Schule. Und der hat uns sehr beeindruckt. Er hat uns dadurch beeindruckt, dass er also gesagt hat, er ist ein ganz toller Schachspieler. Er hat schon simultan gegen die 6 besten holländischen Schachspieler gespielt. Da muss man sich mal vorstellen, damals Max Euwe war damals schon Weltmeister. Unser Direktor hat also gegen 6 von diesen simultan gespielt. Und man kann ja Kindern alles, was sie glauben, letzten Endes alles. Dass er ein Jahr später dann in der sogenannten Kirchberger Stadtmeisterschaft schon von meinem Freund Klaus Möckel und mir jeweils mit 2:0 abgefrühstückt wurde, hat dann natürlich die Sache etwas so schön. Außerdem wurde er dann noch rausgeschmissen, weil er nämlich, es gab damals Brötchen für die Kinder, im Schulessen, Brötchen, und er hatte einen Schwiegersohn, der war Bäcker, und mit dem hat er also manche Dinge gemauschelt. Das wurde also das Geld gekriegt dahin. Also soweit zu dieser Geschichte. Ja, allerdings hat er eine Sache gut gemacht. Er hat von dem Geld der Schule, bei einem Buchhändler in Kirchberg, der hat eine Buchhandlung, und der hatte noch aus Vorkriegsbestellung dieses Lehrbuch des Schachspiels von Dufresne. Und da hat er dort 20 oder 30 solche Dinge aufgekauft und an die Schüler verteilt, von denen er glaubte, dass sie das verdienen. Ich habe keins bekommen. Ich war nämlich damals schon zum Schulsprecher gewählt worden. Und Schulsprecher sind eigentlich nie sonderlich beliebt, muss ich sagen. Aber okay. Okay, soweit erstmal da. Wie kamen Sie dann zu Ihrem Exemplar? Ja, das kriegte ich dann auch noch letzten Endes. Ja, ich bin dann, glaube ich, hingelaufen und habe mich beschwert. Ja, okay, man muss sich immer beschweren. Man muss immer die große Klappe haben, das ist gut. Und ein Jahr später bei der gesamtdeutschen Jugendmeisterschaft in Sigmaringen kam ein 4. Platz heraus. Und das war natürlich eine sehr stark besetzte Jugendmeisterschaft. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen über das Jugendschach damals, auch über das Training, wie das abgelaufen ist und wie Sie selber sich sozusagen doch in einer relativ kurzen Zeit so stark verbessert haben. Also, über das Training generell werde ich ja dann sowieso noch was sagen, weil wir müssen ja echt unterscheiden, wie das praktisch in den sozialistischen Ländern gewesen ist, wobei ich die DDR da mal ausnehme. Aber Ungarn, Jugoslawien und Sowjetunion, da wurde ja Kapspiel nie äußern, da wurde echt richtig was angestellt.
Im Westen wurde nichts angestellt, in der DDR wurde auch nichts angestellt, muss ich sagen. Es gab da also niemanden, der einem was beigebracht hat. Man musste sich das letztendlich selber beibringen, mit den Diffränen und den ähnlichen Dingen. Was wir damals als Wertvollstes hatten, es kam einmal im Monat, gab es den Schachspiegel. Kennt jemand denn noch den Schachspiegel? Der war in Berlin mit Hohenau herausgelegt, damals ging es ja noch so, dass man das konnte man auch noch kaufen. Und wir waren also ganz verrückt auf diesen Schachspiegel und sind dann immer zu diesem Buchhändler Dölz gegangen. Ich würde sagen, fast jeden Tag ungefähr, ob der Schachspiegel da ist. Der war natürlich auch noch nicht da. Aber irgendwann kam, das war letztens. Damit haben wir uns vorbereitet. Und im Prinzip, Sie sagen, es war überraschend, dass ich dann Sex- und Jugendmeister wurde, okay. Dann gab es Ausscheidungen für die gesamtdeutsche Jugendmeisterschaft. Es gab ja noch gesamtdeutsche Meisterschaften damals, der Männer, der Jugend. Und Wolfgang Ullmann hatte gerade, einer meiner wirklich alten Freunde, Wolfgang Ullmann hatte gerade ein Jahr vorher in Leipzig die gesamtdeutsche Jugendmeisterschaft gewonnen. Und dann gab es Ausscheidungsturniere und Deutsch-Sachsen-Meister konnte ich da teilnehmen. Und wurde zusammen mit Hartmut Kauder, auch einer meiner guten Freunde, der aber wie die meisten dann schnell in Richtung Westen entfleucht waren. Und wir haben das gewonnen und kamen dann in diese gesamte Jugend. Es war toll. Wir waren beim Hohenzollern-Schloss, nicht auf dem Stammschloss in Hechingen der Hohenzollern, sondern auf dem Sigmaring, was aber auch sehr schön ist, muss ich sagen. Da haben wir gespielt. Sogar der Fürst kam vorbei, hat uns alle die Hand geschüttelt. War für uns natürlich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und da gab es auch vielleicht eine Geschichte noch ganz schön. Wir hatten, wenn ich sie irgendwie langweile, müssen sie es sagen, dann höre ich auf. Und alle Leute erzählen ja allen möglichen Quatsch. Okay, und als wir nach Sigmaringen fuhren, das war 1952, das war ja noch relativ ärmlich. Besonders ärmlich im Osten. Und als wir uns in Berlin einfanden, stellte man fest, dass einer von uns besonders ärmlich aussah. Das war Burkhard Mahlisch. Burkhard Mahlisch, der später Schachgroßmeister wurde. Und der sah wirklich gar nicht gut aus. Wir sahen auch nicht gut aus, aber er sah noch schlechter aus. Und das hing auch damit zusammen, der hatte vier Geschwister und seine Mutter war blind. Da kann man natürlich 1952 nicht allzu viel erwarten. Demzufolge wurde also gesagt, okay, Burkhard, für dich wird jetzt erst einmal in Berlin einen Anzug gekauft. Da ging man also in dieses sogenannte Zentrum Warenhaus am Alex und kaufte für den Burkhard einen Anzug. Der sah dann ganz schnieke aus, aber das ging dann noch weiter. Denn wir hatten zwei Begleiter, der eine war der sogenannte Generalsekretär des Schachbundes und der andere, weiß gar nicht mehr wie der hieß, der andere wurde als Spion eingesperrt, okay, aber das nur am Rande. Und diese beiden saßen also ganz fröhlich immer in dieser Kneipe, wo wir runtergebracht waren. Wir wohnten ja nicht im Schloss, sondern spielten nur im Schloss. Und da saßen wir und tranken nur schön ihren Rotwein. Und dann haben sie eines Tages, kam der Burkhard zum Wolfgang Ullmann und mir und sagte, sagt mal, das ist aber komisch, die haben mich jetzt bestellt, die beiden, also unsere Delegationsleiter, und haben gesagt, weißt du, Burkhard, wir haben dir diesen schönen Anzug damals in Berlin gekauft und du hast dir jetzt ja ein Tagegeld im West und du zahlst bitte jetzt diesen Anzug zurück. Das alles war was für 10 Jahre, okay. Und da haben wir gesagt, wir waren schon ein bisschen älter, Burkhard war der Jüngste von uns, wir waren vielleicht damals, ja, ich bin dann 22 und Burkhard war vielleicht 19. War der Jüngste von uns, auch war auch naiv, okay, kam aus Staßfurt in Sachsen-Anhalt. Okay, und da haben wir gesagt, dann weißt du, Burkhard, so geht das nicht. Wir also uns aufgemacht, hinmarschiert zu den beiden und haben gesagt, pass mal auf, wenn ihr also euch wirklich erdreistet, dem Burkhard mit seiner blinden Mutter und seinen vier Geschwistern das Geld anzunehmen, dann wird es in Berlin großen Ärger geben. War die Sache erledigt, muss ich sagen, ja. Aber ich will nur sagen, es gab schon ganz lustige Sachen, ja. Und wie gesagt, die gesamtdeutsche Jugendmeisterschaft, ja, damit war eigentlich dann die, ja, dann würde ich nochmal DDR-Meister der Jugend, ich glaube 54, 53, 53 war das Burkhard Mahlisch. Ja, das war aber eigentlich die Kinderzeit, muss ich sagen. Also die Spielerei damals, die waren nicht direkt heldenhaft, muss ich sagen. Das war jetzt, gehobenes Jugendschach mit Vorbereitung auf der Grundlage des Schachspiegels aus Hohenau. Und das Livreen, also so war, da war nichts Besonderes. War kein Pionierhaus, da gab es keinen Botwinnik als Schachträger, wie das praktisch ja doch in Leningrad, in Moskau gewesen ist.
Das war alles ein bisschen Eigenbau. Und so ist im Westen ja auch geblieben letzten Endes. All diese Leute, Rhythmus sowieso, die sie einigermaßen mithalten konnten, denn die haben das auch alle alleine gemacht. Da gab es ja nicht so eine generelle breite Förderung. Insofern ist es kein Wunder, dass der Osten eben da viel besser. Hat sich die Rotation Leipzig angeschlossen? Ja, das ist noch August her, glaube ich. Ja, es kam von der alten August her her. Genau. Und dann gibt es also 1956 einen sehr schönen Erfolg, über den sollten wir zumindest diesmal sprechen. Nämlich Sigmar Dittmann gewann das internationale Weihnachtsturnier in Wien vor dem jugoslawischen Großmeister Bastia Pürz und dem Österreicher Andreas Stückstein. Also ich finde, das war doch aber schon eine Überraschung, oder nicht? Ja, ja. Das war ganz nett, okay. War ganz nett. Da fällt mir eigentlich noch was anderes ein. Ich fuhr damals zusammen mit Edith Keller nach Wien. Und da gab es den berühmten Winterbona. An solchen alten Messen erinnert man sich noch genau, wenn man gegessen hat, weiß man schon nicht mehr, okay. Wir mit Winterbona, also ging es also aus Leipzig ab. Die Edith Keller kam aus Dresden anmarschiert mit ihrem Mann, dem Lutz Herrmann, der auch ein Schachspieler war, übrigens ein ganz lustiger Schachspieler. Und als wir auf den Zug warten, stellte sich heraus, es gab einen Liegewagen nach Wien und die Edith und ich waren in einem Abteil untergebracht. Der Lutz wurde ganz verrückt, muss ich sagen, der Abend, also schreckliches, aber wir haben uns dann beruhigt. Und dann haben wir letztendlich im altehrwürdigen Schachclub Hietzing in Wien, haben wir dann, sie hat das Frauenturnier gewonnen, ich das Männerturnier. Das Männerturnier war überraschend, denn die Österreicher waren ganz schlecht. Der Karl Robatsch, der Dückstein, waren alles Großmeister und die ganzen Österreicher, dass die alle hinter mir waren, das war eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Und der Bastia Pürz, der hatte auch seine beste Zeit hinter sich. Das war ein Großmeister, aber praktisch in der Zeit zwischen den Weltkriegen, muss ich sagen. Und dann war es auch nicht mehr so toll mit ihm, also war keine so gewaltige Leistung. Aber okay, was gut war für mich, ich kriegte dort 700 Schilling. 700 Schilling, das war eigentlich ganz okay, muss ich sagen. So ist mir das Turnier in guter Erinnerung, der Edith ist auch nichts passiert und mir auch nichts von dir, okay. Dann haben Sie an zwei Studentenweltmeisterschaften auch teilgenommen. Ja. Aber dann sozusagen das erste große internationale Turnier war dann die Schacholympiade 1956 in Moskau. Und da spielt Sigmar Dittmann an Brett 2. Und beschissen. Das war aber auch ein harter Brocken. Ich meine, wir waren ja eigentlich in Leib so. In der DDR das Schach, das wurde dominiert von so ein paar älteren Herren, muss ich sagen. Bertolt Koch war der Einzige, der praktisch noch. Bertolt Koch, der Name ist einigen, den sich auch noch bekannt war, Borowitsch, Berliner Meister. Und der Bertolt war eigentlich der Einzige von denen, der ein guter Spieler war. Alle anderen waren eigentlich zweitklassig. Und die wurden dann abgelöst von uns jungen Leuten. Dann kamen wir 18- bis 20-Jährigen und haben den Nationalmannschaft gebildet. Und wir hatten natürlich bei der ersten Schacholympiade in Moskau, das war für uns natürlich wirklich sehr, sehr kompliziert, muss ich sagen. Ich habe auch nicht toll gespielt. Wir haben auch, sind auch nicht in der A-Gruppe, in der ersten Gruppe gelandet, sondern in der zweiten. Ich glaube, ich habe 50% gemacht. Das war echt nicht toll. Aber es war für uns auch, wirklich etwas ganz Neues, muss ich sagen. Welche Partien waren dann so sehr interessant? Also richtig gute Partien habe ich glaube ich gar nicht gespielt, aber es war nicht aufregend, sodass mir auch nichts im Gedächtnis geblieben ist. Ich habe glaube ich 50% erreicht. Interessant war mir eigentlich Ludwig Herrmann. Kennt jemand Ludwig Herrmann noch zufällig? Ja, der Keller in Mannlichen. Na gut. Das war ein ganz lustiger Mensch. Der sah aus wie eine Kugel, möchte ich sagen, wie eine Kugel. Und war ein Chirurg. Und der hatte sogar mit irgendeinem chirurgischen Haken erfunden, der nach ihm genannt wurde. Da hat er in den Keller geheiratet und der spielte gar nicht schlecht Schach, muss ich sagen. Und der hat uns alle überrascht in Moskau 56. Hat er uns überrascht, indem er plötzlich eine Partie gespielt hatte.
Und er ist zu Botwinnig gelaufen, der damals Weltmeister war, hat ihn ganz kühn angesprochen und sagt: Sagen Sie mal, Botwinnig, welche Sprache weiß ich nicht, vielleicht mit Händen und Füßen, sagen Sie mal, wie finden Sie denn diese meine Züge? Und Botwinnig hat seiner Ansicht nach gesagt: Alles ganz toll, was da gespielt. Das hat uns ungeheuer beeindruckt, dass er sich das getraut hat. Keiner von uns wäre auf die Idee gekommen, zu Botwinnig zu gehen. Okay. Das war schon sehr bemerkenswert. Interessant war auch, wir saßen an einem Tisch, wir saßen im Hotel in Gradskaya, das ist am Bahnhof, am Bloschat Troch Voxalier, am Platz der drei Bahnhöfe. Okay. Am Platz der drei Bahnhöfe im Leben Gradskaya, ein Hotel. Zwei Dinge waren besonders bemerkenswert für mich. Ich lerne erstmalig die sozialistische Gastronomie kennen. Denn die Kellner befanden sich in Gruppen immer am Eingang, ansonsten war von denen nichts zu sehen. Und wir hatten einen gemeinsamen Tisch mit der bundesdeutschen Mannschaft und den Saarländern. Es gab ja damals noch das Saarland, die sind erst ein Jahr später, haben die dann auch durch Akklamation sind in der Bundesrepublik beigetreten. Wir saßen da zu dritt vor. Und ja, ich meine, Leute wie Wolfgang Runziger oder Schmidt, das waren für uns natürlich eine ganz andere Größenordnung. Wir waren die Babys letzten Endes dagegen. Okay. Und zum Beispiel weiß ich, was wir mal Fahrstuhl gefahren mit Walter Niephaus, der spielte in der bundesdeutschen Mannschaft. Und der sagte zu uns im Fahrstuhl, erzählte, der war so ein üblicher Pranzer, würde ich mal sagen, was man einen Pranzer nennt. Der fing also an, im Fahrstuhl uns zu erzählen, was ein tolles Auto hat. Und das also entstanden ist, ein ganzes Schwein einfahren. Das war für uns interessierte weder ein Auto noch ein Schwein. Wir waren 18 Jahre alt. Und interessant war dann noch, die Saarländer haben gesagt, okay, wir werden ja bald eingemeindet, unsere letzte Teilnahme an der Olympiade. Und am zweiten Brett spielte einer Esel Larsson. Interessant war, die Saarländer haben zwar damals zu 80% für den Anschluss an Deutschland gestimmt, aber eigentlich nur der Durchschnitt der Leute, die Ärmeren und die Mittelklasse. Die Reichen wollten alle lieber zu Frankreich, weil sie glaubten, dass sie in der deutschen Industrie keine Chance haben. War für mich auch interessant, das kennenzulernen. Aber von dem Larsson zu erzählen, war so ein kleiner Dicker, der wollte unbedingt ausprobieren, ob man auch in Moskau einen Buff geben kann. Okay. Und da hat er also festgestellt, man kann das Ganze ganz gut organisieren, und zwar spielte das, nachdem er rausgekommen ging, das im Taxi vor sich. Das heißt, es wurde ein Taxi gemietet, dann fuhr man mehrfach rundherum, und damit war die Sache erledigt. Hat uns alles sehr beeindruckt, muss ich sagen. Einmal wurde immer von der DDR, von oberster Stelle natürlich, die Wiedervereinigung und Deutsche an einen Tisch und also eigentlich zu diese nationale Karte gespielt. Andererseits war es natürlich auch immer, da gab es so separatistische Dinge und natürlich auch im Wettstreit, man wollte immer besser sein als der große Bruder. Wie war das eigentlich so im Vorfeld, können Sie sich noch erinnern, der Schacholympiade München, gab es da eigentlich irgendwie so eine politische vorher Richtungsweisung, wie ihr euch zu verhalten habt, der Presse gegenüber und so. Ich möchte mal sagen, uns kann man nicht allzu viel beibringen. Wir hatten unsere eigene Anschauung, waren eine fest verschworene Gemeinschaft, muss man sagen, Wolfgang Ruhlmann und Burkhard Malisch und ich und Dieter Berthold, wir waren befreundet und wir hatten unsere eigene Anschauung und konnte man gar nichts beibringen. Das war ganz einfach so aus. Und es gab auch letzten Endes, und es gab auch in München überhaupt keine Beeinflussung in der Form. Wir haben gemacht, was wir wollten. Wir haben gemacht, was wir wollten. Und die einzige Geschichte, die ich mich erinnern kann, war, dass dann einfach einer der mitgelaufenen Trainer, der Arno Otto, der hat mal ein Interview gegeben, was mir ziemlich dämlich fand, der hat dann geschrieben, die DDR-Spieler seien keine hergelaufen, war kaputt, sondern seien also alle fleißig und anständig und so weiter. Aber generell, wir haben gemacht, was wir wollten. Wir spielten Bridge in der freien Zeit, spielten Schach. Und besonders schön war, als wir dann gegen die Bundesrepublik gespielt hatten. Und dann haben alle drei gewonnen. Ich habe unentschieden gespielt gegen Klaus Dager. Stand aber eigentlich auch besser.
Und die anderen drei haben alle gewonnen, haben gegen die Bundesrepublik 3,5 zu 1,5 gewonnen. Das war natürlich echt stark, muss ich sagen. Wir waren so erfreut, dass wir anschließend gleich ins Kino gegangen sind. Immer wieder vier. Fuchs war immer so ein bisschen Außenseiter, Wolfgang Pietsch sowieso lag auch politisch anders als wir. Und sind wir ins Kino gegangen und den River Kwai angeguckt. Oh, ja. War echt ein toller Film, muss ich sagen. Anschließend mal auf die Wiesen gegangen. War für uns auch. Wir hatten ja gar keine Ahnung, wie das auf der Wiesen abläuft. Und als erstes Kind wurde da so ein Maßkrug mit einem Liter hingestellt. Da haben wir schon gedacht, oh Gott, wie soll das enden? Und da hat man kaum genippt dran, da fragte ich schon, ob wir noch einen wollten. Aber insgesamt war es ein sehr fröhliches und insgesamt war das alles okay. Was auch schön war, als ich dann gegen Barca, das ist ja die Partie hier, die auch gebracht, die mit gegen Barca eine gute Partie gespielt hatte, die unter den 20 schönsten Partien in München gewesen ist, dann kriegte ich von einem DDR-Funktionär einen Tafel Schokolade geschenkt. Das war auch schon perfekt. Und am nächsten Tag bin ich mit diesem selben Funktionär, der eigentlich ein Freund von mir war, sind wir dann in die Bayerischen Berge gefahren. Und zwar gefahren hat uns da der Bichelmeier. Der Franz Bichelmeier. Der Franz Bichelmeier kam aus Leipzig, hat ein Geflügelgeschäft und war wie alle, als dann die DDR immer DDR-Wischer wurde, war dann nach München gegangen und er hatte dort Automaten, solche Spielautomaten. Der hat im ganzen Oberland hatte der Automaten und sein Haupthandwerkzeug war ein großer Sack. Was macht er mit dem Sack? Wir fuhren in die Kneipe. Dann ging er an den Autobahn, hielt seinen Sack drunter, kam das Geld rein und ging rein. Es hat uns sehr gefallen, muss ich sagen, dass man auch mit so einem Sack ganz prima leben kann. Also die Erlebnis war im Ganzen eigentlich gut. Und man muss auch sich mal vorstellen, wir waren alles noch junge Leute. Und wir hatten in Moskau ja nichts gemacht. Und wir waren jetzt plötzlich Sechster geworden. Wir waren hinter die großen Nationen, waren die Sowjetunion, waren die Jugoslawen, die waren eigentlich gesetzt, waren die USA, waren Argentinien. Das war schon ganz klar, dass die nicht. Und dann kamen die Tschechen, die waren auch gut, die hatten ja mit Pachmann und Philipp zwei Großmeister. Und hinter denen sind wir dann einmarschiert. Das war eigentlich unglaublich, muss ich sagen. Und ich hatte auch, glaube ich, das beste Ergebnis damals in München. Das war ganz okay, aber es war eigentlich auch das Letzte, was ich eigentlich noch gemacht habe. Danach habe ich schon fast aufgehört. Also meine sogenannte Schachkarriere ist, wenn man mal diese Schülergeschichten mit dem Tifrän und dem Direktor, der mit dem Semmelbeschiss mal alles absieht, war die ganze Karriere unter Männern international betrug 4 oder 5 Jahre, 2 Teile. Und nach 58 habe ich eigentlich schon Abstand genommen und wollte eigentlich schon aufhören. Den Rest gab mir dann habe ich auch meine letzte Frau kennengelernt und dann hatte ich mal eine Hängepartie, damals gab es noch Hängepartien, nach 5 Stunden noch Hängen. Und dann ging Lothar Zinner aus der Hängepartie und gleich Lothar mit 2 mehr Bauern und habe diese scheiß Partie noch nie gespielt. Hat mich so geärgert, dass ich dann letztes Schluss mit dem ganzen Schach spielt. Okay. Eigentlich war das Ganze fast schon beendet. Dann bis zur Promotion habe ich noch durchgehalten und danach wollte ich eigentlich ganz aufhören. Also meine ganze sogenannte Schachkarriere war eigentlich außerordentlich limitiert. Und dass ich die nächsten Olympiade noch gespielt habe, dann 60 in Leipzig, hing eigentlich nur damit zusammen. Ich war dann schon als Arzt in St. Georg tätig und hatte mir dort eine Gelbsucht eingefangen, lag im Bett, wusste nicht, was ich machen sollte, aber Schach gespielt. Dann habe ich gesagt, na gut, wenn du jetzt im Bett liegst, viele Wochen und Schach spielst, kannst du eigentlich auch die Olympiade auch mal mitspielen. Da habe ich mich ein bisschen vorbereitet und dann meinte auch der Hans Platz, der damalige Trainer, übrigens einer der wenigen Trainer in der DDR, die das Wort Trainer verdient, das andere waren eigentlich alles Schwachköpfe, um es mal so zu sagen. Und
Der Hans-Blatt hat gesagt, weißt du, wir versuchen das mal. Da haben sie mich zu einem Turnier nach Marienbad geschickt. Übrigens auch interessant, mit mir wohnte ich da im Zimmer zusammen, mit dem Hans Lehmann aus Westberlin. Es juckte damals keinen, was wir also so später alles wussten und der Klassenteilen und so. Ich wohnte mit dem Hans Lehmann in einem Zimmer, die Tschechen fanden das völlig normal, dass da zwei Deutsche zusammen wohnen. Ja, okay. Ich habe übrigens gegen ihn verloren, habe allerdings bei der Olympiade dann habe ich mich revanchiert und habe gegen ihn gewonnen. Und ja, und dann gab es noch einen Länderkampf, einen Vierländerkampf. Irgendwie ging es um die Europamannschaftsmeisterschaft, da gab es die Polen, die Tschechen, die Österreicher und uns. Und in diesem Länderkampf habe ich gegen alle drei Länder, jeder spielte gegen ihn zwei Partien, habe ich alle beide, glaube ich, anderthalb Punkte, eine gewonnen, eine unentschieden, gegen alle gemacht. Und da hat es gesagt, eigentlich kannst du nochmal mitspielen. Da habe ich dann noch mitgespielt und es war eigentlich schon außerhalb. Da habe ich noch 50% gemacht und dann war es eigentlich vorbei. Zumal, muss ich mal sagen, ist das so, diese ganze Schachspielerei und der Beruf ist ja kompliziert. Die heißt Lasker-Gesellschaft, das ist ein guter Name, muss ich sagen. Lasker war aus meiner Sicht einer derjenigen, der aus dem Schach noch ein Genie war. Er war ein Schachgenie und er war ein Genie ansonsten. Er war ein Mensch, der mit Einstein einen Briefwechsel machen konnte, das wissen Sie alles besser als ich. Weil, dann gab es vielleicht noch Botvinnik, bin ich mir aber nicht mehr ganz so sicher, weil das, was wir über die Sowjetunion erfuhren, wurde ja meistens gefärbt und geschönt, ob es stimmt, weiß man nicht. Botvinnik war ja Elektroingenieur, hatte auch für irgendwelche Arbeit den Leninpreis gekriegt, aber ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob der nicht ein Schachprofi war. Generell will ich also sagen, generell vertragen sich ein ernst gemeinter Ruf in Schach eigentlich nicht, muss ich sagen. Geht eigentlich nicht. Du musst das eine oder andere machen. Und als ich fertig war, habe ich dann angefangen, erstmal als Mikrobiologe in Leipzig. Und mein Chef, Professor Wildführ, war die Nummer 1 in der damaligen DDR. Der sagte, weißt du, du musst dich entscheiden. Machst du das oder machst du das? Und da habe ich dann gedacht, okay, dann machst du immer das. Und habe dann aufgehört. Und habe eigentlich mit Schach nichts mehr am Hut gehabt. Das Einzige, was ich mir bewahrt habe, war eine gute Erinnerung an das Schach. Und die Tatsache, dass also, ja, was eigentlich noch, ich beziehe nicht, aber ich kaufe regelmäßig die Schachzeitung. Ist fast dieselbe, die ich damals für 50 Pfennig gekauft habe. Die kostet jetzt 6 Euro, hat allerdings einen viel besseren Einband, muss ich sagen. Okay, das ist eigentlich, und ja, also ich will damit sagen, es ist eine absolute Ausnahme, dass jemand ein guter Schachspieler ist und ein Beruf was ist. Das geht beides nicht. Du kannst nur eines machen. Und ich habe dann lieber meine medizinische Karriere gemacht und das war auch okay. Ich bin eigentlich auch mehr stolz darauf, wenn ich daran denke, was ich da verschiedentlich erreicht habe. Die große Diphtherie-Epidemie eigentlich in den Nachfolgestand der UdSSR gemeinsam mit anderen, aber doch koordiniert niedergemetzelt. Das macht mich eigentlich, fühle ich mich mehr, als wenn ich da doch zweimal gegen Heim Donner oder irgend so eine Pfeife gewonnen hätte. Wirklich ein großartiger Erfolg war und es war also die Mannschaftsdarstellung. Wolfgang Ullmann am ersten Brett, der holte 10,5 aus 17, Burkhard Mahlich 5,5 aus 10 am zweiten Brett, also auch noch ein positives Ergebnis. Sieghard Dittmann 9,5 aus 15, also er hat recht, er hat prozentual das beste Ergebnis immer. Dieter Berthold 5,5 aus 12, also der blieb unter 50%. Reinhard Fuchs 7,5 aus 13. Und der Peach 4,5 aus 9. Also es war kein absoluter sozusagen Schwachpunkt in der Mannschaft. Und großartig das 3,5 gegen die Bundesrepublik in der vorletzten Runde, was eben dazu geführt hat, dass die Bundesrepublik nach der DDR einkam und das war bestimmt in München nicht zur großen Freude der Bundesrepublikaner. Ich glaube nicht, dass sie das so ernst genommen haben wie wir. Naja, die hatten auch ihren Ehrgeiz. Ich glaube,
Wolfgang Winziger hat mir immer gesagt, dass er sich geerbt hat. Dreieinhalb Saal gegen DDR ist ja auch kein. Freut man sich nicht. Ja, 1960, ich möchte aber auf die Schacholympiade 1960 nochmal zu sprechen kommen. Ich habe ja schon mehrfach sozusagen auch so ein bisschen über die Geschichte des DDR-Schachs geschrieben und 1960 war wirklich das erste internationale Sportereignis in der DDR. Es gab nichts Vergleichbares vorher. Also wo sozusagen alle Länder der Welt in die DDR kamen. Wenn man sich zurückversetzt in diese Zeit, gab es in vielen anderen Sportarten, also in den olympischen Disziplinen, gab es immer noch deutsch-deutsche Vergleichskämpfe, also Ausscheidungskämpfe, die mussten sich sozusagen qualifizieren. Es gab eine gesamtdeutsche Mannschaft. Aber Schach ist eben schon 1949 mit Edith Keller-Hermann bei der Frauenweltmeisterschaft, ist sie schon unter der DDR-Fahne gestartet. Also Schach war wirklich die erste Disziplin, die international anerkannt war, auch in der FIDE dann eben ab 1952 bei der Schacholympiade dabei. Und nun plötzlich oder nicht plötzlich dieses, die 14. Schacholympiade 1960 in Leipzig. Da möchte ich sagen, dass die Leipziger Schacholympiade auch im Sinne der Lasker-Gesellschaft, weil es auch Kräfte gab in der DDR, die die Schachkultur hochgehalten haben, diese wunderbare Ausstellung Schach im Wandel der Zeiten gab. Das war also eine sehr, sehr schöne Ausstellung, gibt es den Katalog noch, und mit Schachfiguren, also wirklich eine tolle Ausstellung zur Schachgeschichte. Die Schacholympiade selber hatte natürlich, wenn wir uns zurückerinnern, einen besonderen Anziehungspunkt. Es kam der frisch gebackene Weltmeister Michael Enthal. Der ja mit seinem Titelgewinn, mit der Art und Weise, wie er spielte, eigentlich auch so etwas wie einen Enthusiasmus unter den Schachspielern ausgelöst hat. Zum anderen kam dieser begnadete, wo man schon sah, geniale junge Amerikaner Bobby Fischer. Und es kam ja auch zu dieser grandiosen Begegnung dieser beiden. Und wenn ich jetzt in unsere Runde gucke, ich weiß es nur aus der Schachzeitung, aber glaube ich, bei allen Partien dabei war Horst Strelow, der muss einen ganzen Urlaub da verbracht haben auf der Schacholympiade. Horst. Ja. Gibt es auch noch Foto, ja. Ja. Wir haben ja 1959 gespielt im Pokalfinale der Mannschaftsmeisterschaften. Ihr beide gegeneinander? Ja. Und? Für mich. Super. Ja, auf jeden Fall war diese Schacholympiade ein grandioses Ereignis. Es stand nie so viel Schach vorher und auch lange Zeit nachher wieder in der Zeitung. Ich habe es geguckt in der NBE, in der Wochenpost, überall waren große Artikel. Sigurd Dittmann, jetzt auch nochmal als Spieler, Sie haben das jetzt zwar so gesagt, naja, ich habe da nochmal mitgespielt, aber war das nicht doch trotzdem von der Atmosphäre her auch ein bisschen was Besonderes für Sie? Sie haben alles richtig gesagt, und ich hatte, war sehr, sehr schön ausgerichtet, es war ein Ereignis. Und an kleinen Ereignissen wurde da auch, damals gab es ein großes Fußballstadion in Leipzig, dann abgerissen worden. Aber es gab so ein sogenanntes 100.000-Mann-Stadion, in dem wurde Schachspiel mit lebenden Figuren aufgeführt. Und wer war die weiße Königin? Natürlich meine Frau, die damals wirklich sehr, sehr schön war. Okay. Und ja, wäre es egal, hätte ich das damals weggelassen. Und gefallen hat mir auch, der Hauptveranstalter war dieser selbe Funktionär und Freund, der mir damals die Schokolade geschenkt hat, Herr Kretz. Ja. Und der hatte eigentlich für die Eröffnungsveranstaltung, zu der auch Diekmann erschien, hatte er kein richtiges Hemd. Und da wusste
dass wir mit hätten besser ausgerüstet waren, weil wir meine ganze Verwandtschaft in Dortmund und Düsseldorf lebte, hat er mich gefragt, ob ich ihm nicht ein Hemd bocken könnte. Da habe ich ihm eins verpasst, in Unkenntnis der Tatsache, welche Größe er hat. Und dann lief er neben dem Dickmann her. Das war mindestens drei Nummern zu groß, muss ich sagen. Aber es war okay. Es war okay. Ja, und was, ich habe übrigens gegen Kortschnoi unentschieden gespielt und stand eigentlich besser sogar. Ich konnte mir erlauben, ihm Remis anzubieten, weil ich eigentlich besser stand. Was an Olympiade war sehr schön und dann weiß ich gar nicht mehr an meinen Freund Heinz Lehmann erinnern, mit dem ich kurz vorher in Marienbad zusammen gewohnt hatte. Der war ein Quartalszeuge. Er war eigentlich ein kluger Mensch, aber ein Quartalszeuge. Der war glaube ich, bei der Senatsbehörde angestellt als Oberbumrat und der war ein ganz netter Kerl, wenn er nicht besoffen war. Okay, das war leider häufig. Und der erzählte mir dann mal fröhlich, wie so seine Geschichten sind. Und da hat er gesagt, weißt du, einmal bin ich dann in ein Hotel gegangen, ich weiß den Namen nicht mehr, nehme eines Campi, und habe zum Ober gesagt, gestatten Sie, dass ich mich erleichtere. Und er hat gesagt, selbstverständlich, Herr Ober, mit Snorrad und wie. Und haben dann also in der Halle gleich hingeschifft, perfekt. Und solche Dinge standen dann damals auch schon in der Bildzeitung. Und als bei der Leipziger Olympiade kriegte er dann auch seinen Anfall. Und da hieß es, naja, wir müssen den von der Bühne wegbringen. Du kannst mit dem ganz gut. Versuch doch mal, den hinzukriegen. Ich habe also ihn hinmarschiert, ihn auf sein Zimmer gebracht, kam ganz stolz wieder runter, ich habe es geschafft. Ja, es war alles vergebens. Wenig Minuten später ging der Fahrstuhl wieder ab, der kam wieder raus. Okay. Das sind so die, man merkt sich ja so an Probleme von solchen Dingen. Okay. Aber die Olympiade war ganz grandios. Und jetzt sind wir einen halben Punkt hin in der Bundesrepublik gelandet, glaube ich. Wir waren wieder in der ersten Gruppe. Und es kam mir auch schon zu gut, ich kannte ja inzwischen schon alle Leute. Und es war für mich ein einfaches praktisch zum Blinkerwitz zu gehen und sagen, weißt du, wir stehen jetzt alle vor dran, wollen wir 2-2 spielen und so. Also das ging schon, ich war schon ganz gut etabliert. Obwohl ich eigentlich schon aufgehört hatte.